Ja, einen wunderschönen guten Tag, Leute. Was geht ab? Mein Name ist JWZD und willkommen zu einem neuen Aquarium-Video hier auf meinem Kanal, Leute. Und mittlerweile hatte ich auch Geburtstag. Ne, weiß ich jetzt nicht, was die Zahlen mit meinem Geburtstag zu tun haben sollen. So, da noch rein. Perfekt. So, ja, ich hatte auf jeden Fall Geburtstag und habe auch das eine oder andere hier geschenkt bekommen, Leute. Zieht's euch mal rein. Es ist sogar ein Couchtisch dabei rumgekommen. Ja, Leute, meine Eltern haben mir diesen Couchtisch geschenkt. Die haben gesagt, in den Videos sieht das mal so scheiße aus hier mit deinen Boxen, die du da stehen hast. Und wir haben mir den Couchtisch geholt. Ich muss sagen, ich bin am Anfang immer ein bisschen kritisch, weil ich mir denke, oh, so die Box ist doch so mein YouTube-Projekt und ich will doch alles, was ich mache, irgendwie begründen und es soll doch irgendwie eine Story dazu sein und ich will auch ganz viel vielleicht auch selber machen. Das ist immer so ein innerer Konflikt bei mir. Also das ist irgendwie... Könnt mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon jetzt optisch haltet, von diesem gläsernen Tisch hier. Ja, er ist jetzt einfach da, ne? Er ist jetzt einfach da und vielen Dank an meine Eltern. Da muss ich jetzt mitleben auf jeden Fall. Also, da ist er jetzt. Gut, an dem finde ich auf jeden Fall schon mal, dass der Staubsaugerroboter jetzt perfekt hier überall drunter kommt und da es jetzt keine Dreckslücken mehr sind, sage ich mal. Das ist schon mal ein positiver Aspekt. Rein rational gesehen. Ich weiß nicht, wie dreckig Glas wird. Wahrscheinlich schon eher dreckig. Wobei, glaube ich, bei hellem Glas sieht man es nicht so krass, weil man ja durchgucken kann. Na gut, an einem gewissen Grad dann irgendwann auch nicht mehr. Mal gucken. Er ist jetzt auf jeden Fall da, Leute. Und ich habe von einem Kollegen habe ich auch noch hier eine Palme geschenkt bekommen. Ich glaube, das ist eine Glückspalme. Glücksbaum, glaube ich, heißt der. Habe ich auch zu Hause in riesengroß. Sehr geiler Baum, Leute. Wenn ihr euch nicht so sehr um Pflanzen kümmern wollt und vielleicht nur einmal die Woche zur allergrößten Not, vielleicht auch nur alle 2 Wochen mal, wenn ihr im Urlaub seid oder so, nur gießen könnt, dann holt euch hier so einen Glücksbaum. Sehr, sehr geil. Geiles Gerät. Ich habe nur ganz ehrlich ein bisschen Angst, dass sie hier zu wenig Licht bekommen. Ich habe auch richtig geil direkt für den nächsten Tag von, ich glaube, insgesamt 6 oder 5 Leuten Fußballtickets bekommen. Also ich hatte ja von Freitag auf Samstag habe ich reingefeiert. Also samstags hatte ich Geburtstag. Und direkt an dem Abend freitags habe ich Tickets bekommen, zusammen mit meinen Freunden für den nächsten Tag für ein FC Köln-Spiel. Und auf Corona-Grund wurde das natürlich abgesagt. Das war richtig traurig, weil ich hätte mich richtig krass gefreut, mit ganz vielen Kollegen zusammen ins Stadion zu gehen. War wirklich ein sehr, sehr geiles Geschenk. Ich habe auch ein Trikot bekommen. Stimmt, das müsste ja oben noch liegen. Der Trikot ist so eine Sache, da war ich früher immer todesgeizig. Ich war immer ein bisschen neidisch, wenn irgendwer ein Trikot hatte, aber ich glaube, die haben damals irgendwie über 60 Euro gekostet. Ich weiß nicht, wie viel sie jetzt kosten. War mir immer viel zu viel und da habe ich letztens noch erzählt, eigentlich würde ich mir gerne mal ein FC-Trikot holen. Ja, ich weiß, viele von euch haten jetzt rum, weil sie irgendwie FC scheiße finden. Ich habe irgendwie aus irgendeinem Grund, habe ich das Trikot von Córdoba jetzt bekommen. Aber der Leaflet ja auch einen guten Job, also Grüße gehen raus an Córdoba. Geil, Leute, mein erstes FC-Trikot tatsächlich. Ich hatte früher als Kind mal ein Bayern-Trikot. Da wollte ich meinen Onkel provozieren, der schon immer FC-Fan war. Dann habe ich gesagt, nee, ich möchte ein Bayern-Trikot. Von Stefan Effenberg damals, weil der hat damals dem Schiedsrichter einen Stinkefinger gezeigt, das fand ich geil und dann wollte ich ein Trikot von ihm haben. Darum sollte es heute natürlich nicht gehen, sondern es geht um das Aquarium. Ich meine, was gibt es für ein besseres Hobby als Aquaristik, wenn gerade sowas herrscht wie die Corona-Krise, weil Aquaristik kann man so gut wie immer drin ausüben. Klar muss man auch mal Sachen kaufen, kann man natürlich auch noch bestellen. Zooläden haben, soweit ich weiß, natürlich auch noch offen, wobei, wenn das Video rauskommt, wer weiß, was mittlerweile noch passiert ist. Und ja, heute wollen wir Wasser reinlassen. Ich habe nochmal komplett meinen ganzen Plan absegnen lassen vom Profi. Also Marc weiß Bescheid, hat gesagt, okay, genau so in der Reihenfolge, wie du es geschrieben hast, kannst du es auf jeden Fall machen. Wie gesagt, eigentlich muss man die Keramik vorher abspülen. Also das ganze Gestein, was da drin ist, habe ich jetzt aber nicht gemacht. Viele von euch haben gesagt, du kannst ja nochmal alles mit Osmose füllen, das über 10 Tage lang stehen lassen und dann wieder raus und so. Ist natürlich auch eine krasse Wasserverschwendung. Das heißt, man verbraucht nochmal das Doppelte von dem, was man eigentlich reinpackt und es funktioniert anscheinend auch so. Deswegen werde ich mich jetzt an den Profi halten, der gesagt hat, du kannst es auch so machen. Hier irgendwo, boah, das sieht echt so scheiße aus. Ich kann das Bad hier gar nicht zeigen. Also hier ist auf jeden Fall meine Osmoseanlage. Da, hier steht sie schon drin. Und ich habe so einen kleinen Adapter gebaut. Es gab nämlich auf Amazon, wie gesagt, unter der Beschreibung sind auch so gut wie alle Sachen, die ich in der Box benutze, verlinkt. Es gibt mittlerweile so eine Store-Seite, wo ich alles kategorisiert habe in Aquariumzeug, Gaming-Zeug, Smart Home und so weiter und so fort. Und ich habe mir jetzt so einen richtig geilen Adapter geholt, den kann man einfach unten an den Wasserhahn dran machen. Also man muss auch einen Adapter an den Wasserhahn dran schrauben, der aber ziemlich... Ich zeige euch einfach mal hier, den sieht man jetzt nicht so krass, ne? Der fällt jetzt nicht mega ins Auge oder so. Und da kann man den Adapter dann hier so unten dran packen. So, an einer Hand zumachen, an einer Seite zumachen, wollte ich sagen. Und dann hat man hier diesen typischen Gardena-Adapter, den kennt ihr ja, ne? Und da habe ich jetzt den Osmose-Adapter, der war nämlich auch dabei. Den habe ich jetzt hier noch draufgeschraubt und das ist jetzt hier der Schlauch, der eben in die Osmoseanlage reingeht. Jetzt sieht er ja schon halb wieder den ganzen Müll da hinten. So werde ich das erste Mal Osmosewasser machen. Nämlich das... Nein, ich brauche noch einen mega langen Schlauch, fällt mir gerade auf. Nein! Irgendwie muss das Wasser ja bis zum Aquarium kommen. Dann muss ich vielleicht nochmal nach Hause und mir den von zu Hause aus mitnehmen. Der ist nämlich über oder 10 Meter lang oder so, das sollte ja reichen. Oder warte mal, guck mal, mit ein bisschen Glück könnte das sogar noch reichen, wenn ich das jetzt hier drüber irgendwie so bis ans Aquarium packe. So von der Länge müsste das eigentlich passen. Oh, guck mal, das könnte sogar doch noch reichen. Das muss ja von hier in die Osmoseanlage gehen und von der Osmoseanlage, ich glaube, dann hier raus nach, ja, zum Aquarium. Aber das sollte von der Länge sogar halbwegs gehen. Eine Sache wollte ich noch dazu sagen. Wir haben ja schon ein bisschen über die Osmoseanlage gesprochen und die schafft es, bis zu 400 Liter Osmosewasser zu erzeugen, beziehungsweise Reinstwasser. Ich zu Hause habe, wie gesagt, eine Osmoseanlage. Sprich, da kommt dann ein Wasser raus mit einem Mikro-Siemens-Wert von 25. Bei der hier soll der so nahe 0 liegen. Bei mir zu Hause kommt aber 1
1,6 Liter Osmosewasser pro Minute raus. Das wären umgerechnet auf den ganzen Tag 2304 Liter pro Tag. Diese hier macht 400 Liter pro Tag. Also das ist nochmal ein immenser Unterschied, denn bei mir zu Hause muss ich ja auch 200 Liter Wasser austauschen. Mittlerweile mache ich nur noch 50-50, also 50% Leitungswasser, 50% Osmosewasser. Das heißt, ich muss nur noch knapp 100 Liter ins Aquarium packen, aber das müsst ihr euch mal vorstellen. Also mein 100 Liter Wasserwechsel zu Hause bei dem großen Aquarium würde mit dieser Osmoseanlage fast 6 Stunden dauern. Das ist krank und das geht mit meiner halt deutlich, deutlich schneller. Also fairnesshalber, ich habe die ja gestellt bekommen von Aquamedic, aber fairnesshalber dazu gesagt, es gibt auch noch andere Osmoseanlagen, vielleicht kann ich die euch auch mal unten in der Beschreibung verlinken, die auch noch deutlich, deutlich schneller sind. Das ist zwar dann nur eine Umkehrosmose und kein Reinstfilter, wie gesagt, da ist ja noch ein bisschen Restrückstände, sind da noch im Wasser drin, aber auch da kann man ja so einen Harzfilter, das ist ja hier der hier, auch noch danach schalten können, also dahinter hängen können und dann müsste man eigentlich einen relativ ähnlichen Wert haben. Die hat dann aber auch keinen Computer drin, der alles automatisch misst und so weiter, aber es gibt tatsächlich auch noch deutlich schnellere mit auch einem ähnlichen Abwasserwert, weil meine zu Hause hat auch einen 1:1 Abwasserwert. Ich werde jetzt versuchen, dieses Aquarium ohne Wasserwechsel, sondern nur mit Reinstwassernachfüllung zu arbeiten. Also alles, was verdunst, wird mit Reinstwasser wieder aufgefüllt. Aber ganz viele machen in der Salzwasseraquaristik, Meerwasseraquaristik ja auch Wasserwechsel. Da kann man dann wieder drüber nachdenken, lohnt sich nicht vielleicht eine Anlage, die auch deutlich mehr produziert. Wenn ich immer nur ein bisschen verdunstetes Wasser nachfülle, dann reicht mir die vollkommen und dann genieße ich auch hier diesen Zusatz mit dem Computer und mit dem automatischen Spülen oder was auch immer die da jetzt hat. Das weiß ich ja noch nicht so genau. Okay, also als erstes muss hier wie gesagt die Membran rein. Reverse Osmosis Membrane. Jetzt müsste ich natürlich nur wissen, wo hier vorne und hinten ist. Logisch wäre es wahrscheinlich so, ne, weil hier ist so eine Dichtung drin. Dann macht die hier die Dichtung so zu. Also rein damit. Jetzt den Part hier wieder draufschrauben. Hier, da hat man hier dieses Tool mit dabei. Ist nicht so einfach festzuhalten, aber ich hoffe jetzt einfach mal, dass das jetzt hier so reicht. Und dann kommt hier der Schlauch auch wieder rein. Gibt es natürlich immer diese kleinen Sicherungsringe, die vermeiden, dass der Schlauch wieder rausfällt. Das ist irgendwie ein ganz eigenes System. Ich kann mir gar nicht vorstellen, hier so ein Mini-Plastik-Ding und auf einmal geht der Schlauch nicht mehr raus und sitzt fest. Das habe ich noch nie verstanden, aber es funktioniert irgendwie. Also hier kommt das Wasser rein aus der Leitung. Hier kommt das saure Wasser dann wieder raus und hier oben kommt das dreckige Wasser dann wieder raus. So, also grundsätzlich so eine Osmoseanlage erstmal aufzubauen ist eigentlich mega easy, also dass man Wasser bekommt. Ah, ach so, ich muss hier gegendrücken, ich verstehe. Ja gut, dann schließen wir das Ding mal an. Das Wasser kommt von hier oben. Also stecke ich hier mal den Schlauch rein. Jetzt noch diese Sicherung wieder fest. Und das muss jetzt hier seitlich rein. Okay, dann mache ich das mal. Zack, Sicherung drauf. Und für Wasserzulauf ist gesorgt. Jetzt kommt hier, wie gesagt, das Reinstwasser. Das kann ich hier irgendwie dran schrauben. Okay, also Abwasserschlauch auch hier dran. So, und das Ding jetzt hier oben rein. So, eigentlich müsste das Ding ja jetzt funktionieren. Ich mache jetzt mal das Wasser auf, mal gucken, ob überhaupt alles dicht ist. Hier oben tropft es ein ganz, ganz kleines bisschen. Ich habe hier schon so viel Teflonband dazwischen gemacht, habe das schon dreimal hier ab und wieder dran gemacht. Immer mal mit weniger, mit mehr Teflonband und so. Ich glaube, auf dieses kleine bisschen Tropfen hier, darauf kann man verzichten. Wenn die läuft, dann tropft es wahrscheinlich ja auch nicht mehr. Und das ist ja, wie gesagt, nur eine kurzzeitige Lösung. Dann werde ich die jetzt mal hier an den Strom anschließen. So. Oh, 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 was passiert? Oh, was geht ab? Was geht ab? Was geht ab? Was geht ab? Oh, hier oben tröpfelt es ein bisschen. Das müsste aber, das ist aber Abwasser hier. Hier baut sich ein Druck auf. Nicht, dass mir das Ding hier gleich um die Ohren fliegt. Also wenn das hier gerade die Pumpe ist, die arbeitet, dann ist die ja unhörbar quasi. Man hört ja nur Wasser. Die Pumpe ist doch nicht an, oder? Hier steht gerade Work, Power und Source. Da das hier wieder so eine 24-Volt-Pumpe ist, glaube ich ernsthaft, dass die wirklich gerade arbeitet und so leise ist. Krank, okay. Kein Wunder, dass meine Zuhause dann so viel mehr Wasser produziert. Die ist auch 20.000 Mal lauter. Hier hört man ja gar nichts. Ah, oh, hier kommt frisches Wasser oben raus. Jetzt habe ich natürlich nichts wirklich zum Prüfen, da fällt mir gerade ein. Auf dem Reinstwasserschlauch ist deutlich weniger Druck als auf der Abwasserleitung. Sprich, wir haben jetzt hier auch gerade in dem Fall kein 1:1 Verhältnis. Liegt anscheinend am Druck aus der Leitung oder auch an der Temperatur des Wassers. Hier steht auch nochmal, das Reinstwasser, das in den ersten beiden Stunden produziert wird, muss verworfen werden, da es noch Reste des Desinfektionsmittels enthält. Nach 2 Stunden Laufzeit kann das Wasser genutzt werden. Also scheint alles gerade richtig zu sein. Und jetzt muss man wirklich 2 Stunden lang Wasser laufen lassen. Schade, dass ich nicht irgendwie so einen Wassertank habe oder so, wo ich das irgendwie auffangen könnte. Da komme ich jetzt nicht drum herum. Also, ab jetzt 2 Stunden Osmoseanlage laufen lassen. So, damit wir jetzt in den 2 Stunden aber nicht sinnlos rumsitzen, können wir uns direkt nochmal ums Aquarium kümmern, denn wenn hier Wasser drin ist, dann können wir das ja nicht mehr verschieben. Das heißt, ich muss jetzt alles vorbereiten. Ich wollte noch hinten, in die Rückwand wollte ich auf jeden Fall noch ein Loch reinmachen, damit man die Kabel halt hier irgendwie rausziehen kann. Und viele von euch haben angemerkt, dass hier hinten das Loch hier in diesem Hinterschrank ist. Nicht nur, damit man Kabel rein und rausführen kann, sondern damit das auch hier ein bisschen besser zirkuliert kann und ich werde auf jeden Fall noch einen Ventilator da hinten anbringen. Ich habe einen kleinen Ventilator geholt, der dann die Luft von hinter der Wand nach hier vorne pustet, damit sich halt nicht zu viel Feuchtigkeit auf Dauer hier drin sammelt und das Ganze halt auch ein bisschen belüftet wird. Diese komischen Filzfüße haben sich irgendwie festgeklebt langsam. Okay, aber wir haben's. So, das
Isa, der Lüfter. Boah, der ist sogar relativ dick, ne? Der hat sogar so richtig so Gummifüßchen, damit das irgendwie an der Wand noch ein bisschen leiser ist. Und das Ganze wird per USB angeschlossen. Und ich kann hier noch irgendwo die Geschwindigkeiten regeln. High, Middle, Low und Aus, glaube ich, ist es. Jawohl, jetzt geht's direkt komplett bis unten durch. Ja, perfekt, mehr brauchen wir nicht. Wobei natürlich die Frage ist, wenn wir jetzt hier schon mehrere Kabel durch haben, dann passt hier so ein Anschluss nicht nochmal doppelt durch, ne? Weil dann wird das hier Loch ja kleiner, wenn schon Kabel da durch sind. Das heißt, wenn ich noch so einen zweiten dicken da durchpacken würde, dann wird das wieder nicht klappen, da durchpacken wollen würde. Vielleicht mache ich das mit der Stichsäge hier noch ein bisschen größer oder mit der Akkusäge aus dem Hinterhof. So, jetzt kriege ich hier noch mehrere durch. Tada! Und hier hinter holt sich jetzt der Ventilator seine Luft. So, mal gucken, ob wir den jetzt hier irgendwie umgebaut bekommen. Das ist auf jeden Fall, hier kommt die Luft her. So, also diese Gumminüppel, die kommen wieder hier hinten hin. Und dann packe ich die Schrauben einfach einmal hier komplett durch. So, das jetzt einmal komplett durch den Lüfter durch. So kann das jetzt eigentlich in die Wand. So, jetzt mal zum Test hier und läuft. So hört man den auf jeden Fall ein bisschen, wobei der natürlich jetzt auch hier komplett draußen gerade ist. Und der ist aber auch gerade auf voller Pulle hier. Okay, sehr geil. Dann sind wir jetzt hier mit den Vorbereitungen eigentlich soweit fertig und können das Aquarium wieder hier hinstellen. Die Zeit ist jetzt auch gleich durch und dann können wir das Aquarium wirklich final befüllen. Habe ich irgendwas vergessen? Ich darf nichts vergessen haben. Wir können Kabel rein und rausführen. Wir haben die Belüftung. Mehr brauche ich nicht. Dann kann ich ja schon mal das Kabel hier verlegen. Okay, dann sauge ich noch kurz und dann können wir das Aquarium wieder hinstellen. Okay, dann kann es jetzt final zum allerletzten Mal an die Wand geschoben werden. So, und jetzt sitzt es auch richtig an der Wand, denn jetzt haben wir hier kein einziges Kabel mehr, was irgendwie hinter dem Schrank durch muss oder so. Leute, guckt mal, richtig verrückt. Da unten ist jetzt ein Lüfter am Start. Leute, doch eigentlich eine ganz gute Position da, oder? Und das Kabel geht schon da vorne in das Loch rein und kommt dann da unten raus. Und da kommen auch die ganzen anderen Kabel da raus. Kann sogar von hier noch ein bisschen die Heizung verstellen und auf die Knöpfe komme ich auch noch da hinten. Die Batterien, die kriege ich auch noch gewechselt. Aber das wird nicht super viel Spaß machen, aber es geht zur Not. Dann verlege ich jetzt hier mal so halb die Kabel. Dann haben wir hier den Abschäumer. Dann haben wir hier den Heizstab und die Pumpe noch irgendwie. So, und das war's. Alles verlegt. So, alle Kabel kommen jetzt da unten raus. Zumindest die ich jetzt hier erstmal drin habe. Das sind ja nicht viele. Und die gehen alle da unten rein. Ist doch ein Träumchen. So, Freunde, die 2 Stunden sind vergangen und ich habe tatsächlich jetzt hier mein Mikro-Siemens-Messer und einen kleinen Becher und ich werde jetzt mal gucken, ob tatsächlich der Mikro-Siemens-Wert bei 0 liegt. Die Anlage zeigt ja schon von Sekunde 1 hier schon einen Wert von 0 an. Also, keine Ahnung, ob das jetzt gerade wirklich misst, ob das stimmt. Wenn diese Anlage auf Höchstleistung wäre und wirklich die 400 Liter schaffen würde, würde es mindestens 9 Stunden dauern, bis das Aquarium... Ja, dann ist es nicht mal voll wahrscheinlich. Wobei, man kann ja die Riffkeramik abziehen von der Wassermasse. Sagen wir einfach mal, 10 Stunden würde es safe dauern. Und wahrscheinlich gerade mal, bis überhaupt erst das Wasser unten bei dem Technikbecken ankommt. Und wie gesagt, das hier scheint auch nicht die höchste Leistung zu sein, die die Anlage erreichen kann, glaube ich. So, hier ist jetzt das angebliche, komplett klare... reine Wasser. Und jetzt kommt das große Ergebnis, Freunde. Warte mal, wir müssen zusammen gucken. Okay, Freunde, jetzt wird's spannend. Könnt ihr es lesen? Könnt ihr lesen, was da oben steht? Dann noch steht da 0, noch steht da 0 und wir gehen ins Wasser rein und... Warum ist denn dieses Display so dunkel? Ah, da kann man es sehen. 2 Mikrosiemens. Krank. 1. Das reicht auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall ein Zeichen, dass wir hier wirklich richtig krank sauberes Wasser haben. Schmeckt das denn auch so sauber? Das schmeckt so sauber. Freunde, ab damit ins Aquarium. Achso, falls ihr euch wundert, ich habe hier so eine kleine Stütze gemacht. Ich habe mir gesagt, ich soll diesen oberen Teil komplett wegmachen, weil der zu weit oben ist und ich da nichts mehr draufsetzen kann. Jetzt habe ich einen Tropfen auf der Linse. Deswegen habe ich hier noch ein bisschen mehr abgeschlagen, man kann es vielleicht sehen. Hier habe ich was abgehauen, da habe ich was abgehauen, aber leider bei dem Stück hier ist mir leider auch die komplette Seite weggebrochen und ich will den oberen Teil noch nicht wegmachen. Man kann ihn im Nachhinein noch abmachen, aber ich wollte ihn jetzt eigentlich nicht wegmachen, deswegen habe ich jetzt gerade nochmal versucht, ihn mit Silikon da unten zu kleben. Seht ihr das? Und damit das hält, habe ich hier diese Stütze noch gebaut und da das, wie gesagt, ja sowieso bis das Wasser hier angekommen ist. Und in der Zeit wird dieser Nagel auch nicht rosten, keine Sorge, aber es wird halt trotzdem so 8 Stunden dauern oder so. Bis dahin ist dann bestimmt auch das Silikon getrocknet, so halbwegs zumindest, dass es von alleine hält. So, Schlauch ist verlegt. Licht können wir hier auch ein bisschen anmachen. Ansonsten habe ich alles halt nochmal sauber gemacht. Und wie danach vorgegangen wird, sobald das Wasser drin ist, wie wir das mit dem Salz anmischen etc. machen, das erkläre ich euch, sobald hier überhaupt erst noch ein bisschen Wasser drin ist. Ich muss mal gucken, ob ich währenddessen vielleicht noch eine Strömungspumpe oder so reinmache, aber wir lassen jetzt offiziell das Wasser laufen. Oh, guck mal, wie knapp das mit dem Kabel ist, mit dem Schlauch. So, Achtung, und Strom wieder rein. Es läuft. Und es läuft. Tada. Naja, momentan tropft es eher. Hallo, ist das wirklich schon alles? Nee, das war doch eben mehr, oder? Ah, aha. Jetzt geht's aber richtig rund hier. Wow!
letzte Wasser plätschert gerade da unten zur Rückförderpumpe. Also jetzt ist sogar mittlerweile der Unterschrank bis hierhin voll. Und wie gesagt, all das, was noch fehlt, kommt jetzt da unten zur Rückförderpumpe. Die kann ich dann gleich anmachen. Aber ansonsten ist das Aquarium voll. Also der Wasserstand muss natürlich noch höher. Das passiert natürlich erst, wenn es unten auch voll ist. Aber krank, das ging viel, viel schneller als eigentlich gedacht. Ich kann mal gerade gucken. Ich habe zum Glück eine Stoppuhr angemacht, wie lange das schon läuft. 6 Stunden 53, also knapp 7 Stunden. Und das Aquarium ist mit Unterschrank schon fast voll. Krass. Ich habe die Lampe noch ein bisschen hier hinten in die Ecke gepackt und hier oben so ein bisschen rausgefahren. Dadurch steht die jetzt so ein bisschen mittiger hier über dem Becken und man hat das hier nicht mehr so im Weg. Also ist wieder ein bisschen besser ausgeleuchtet. Und es sieht cool aus, weil hier alles jetzt so in der Ecke ist. Ihr meintet ja auch, ich könnte auch noch eine Wandhalterung machen, aber so finde ich es jetzt eigentlich sogar relativ okay. Ich habe hier oben auch noch so ein WLAN-Modul drauf gemacht. Jetzt kann ich das Ganze auch, wie gesagt, mit der App steuern. Das ist irgendwie ganz cool, dass man das einfach so da oben drauf klemmt per USB-C. Die Heizung läuft auch schon. Der Fühler ist gerade oben drin. Das Wasser anscheinend, was aus der Leitung kommt, hat ungefähr 16,5 Grad, beziehungsweise das Wasser hier oben drin ist, kann sich ja schon ein bisschen aufgewärmt haben mit der Zeit. Hat ja lang genug Zeit gehabt, sich aufzuwärmen. Und hier unten ist die Heizung drin und die ist jetzt dementsprechend, ist das Wasser hier sogar, ja, ziemlich handwarm hier unten schon mittlerweile. Den üblichen Controller-Salat haben wir natürlich jetzt hier rumliegen, aber Leute, hier ist jetzt das ganze Zeug, was nämlich jetzt wichtig wird, denn momentan ist das Ganze ja nur ganz normales Reinstwasser, also komplett leer und da fällt mir auch gerade ein, wir haben noch gar keinen Bodengrund reingetan und ich habe euch noch gar nicht genau erzählt, warum eigentlich. Ich fand es eigentlich erstmal ganz interessant zu sehen, ich hatte jetzt die Strömungspumpe, stimmt, die Strömungspumpe läuft, diese mega Strömungspumpe da hinten läuft. Ich habe die, während das Wasser reinlief, habe ich die aus Versehen angemacht und dann dachte ich mir, okay, jetzt ist eine Timelapse eh schon so unruhig alles, ich lasse jetzt die ganze Zeit mal laufen, die ist übelst eskaliert. Ich hatte die wirklich nur auf der untersten Stufe, weil es mir sonst alles komplett hier durch die Gegend gespritzt wäre. Aber Leute, guck mal, ich kann die jetzt auch auf volle Pulle machen. Warte mal, ich mach's extra mal leise, damit ihr das hören könnt. Achtung, und jetzt mache ich lauter. Und jetzt gibt's hier oben auch ganz krank Vollgas gerade. Man kann sie definitiv auch jetzt ziemlich gut hören. Aber ich habe jetzt auch noch öfter im Internet gelesen, dass die sich tatsächlich mit der Zeit irgendwie so eingrooven, dass sie halt immer und immer leiser werden. Also dementsprechend will ich da jetzt noch nicht viel zu sagen. Wenn ich die aber jetzt ganz runterstelle auf irgendwie so 30% oder 25%, dann höre ich die jetzt überhaupt nicht mehr. Das ist nämlich das Geile an diesen großen Pumpen. Und die macht trotzdem, guck mal, die macht immer noch richtig krass viel Strömung. Kann man auch, glaube ich, hier in den Teilchen im Wasser ganz gut sehen. Hier ist immer noch gut was los. Ich habe hier vorne auch noch eine andere Strömungspumpe hingehangen, weil, da wollte ich nämlich eben schon drauf hinaus, jetzt kann man so ein bisschen sehen, hier scheint jetzt eher so eine etwas gammligere Ecke zu sein. Hier haben sich auf jeden Fall die Sachen so abgelegt. Also guck mal, hier der ganze Boden, ne, der ist komplett frei, weil die Pumpe alles komplett weggebröselt hat. Das heißt, hier ist, glaube ich, schon relativ viel Strömung, aber hier ist jetzt halt so eine kleine Ecke. Deswegen habe ich jetzt hier die kleine noch da oben in die Ecke gehangen. Keine Ahnung, ob das jetzt vernünftig ist. Jetzt ist ja noch nicht so wichtig. Es sind ja noch keine Tiere, Korallen etc. drin. Aber die könnte ich auch anstellen, denn wir wollen jetzt das Ganze auch mit Salz mischen. Also das Wasser jetzt überhaupt erstmal auf Salzwasser bringen. Das macht man normalerweise, wenn man jetzt einen Wasserwechsel macht, in einem extra Behälter. Da hat man dann einen größeren Kanister oder so und dann mischt man das dann 24 Stunden lang oder so ein bisschen länger halt an, packt das Reinwasser rein, packt das Salz rein, packt vielleicht noch eine Strömungspumpe rein und lässt das dann erstmal vermischen, dass wenn man wirklich Wasser rausnimmt, dann auch wieder Wasser reinkommt, welches schon dem entspricht, welches auch drin ist, weil sonst die Tiere da irgendwie in ein Ungleichgewicht kommen, wenn auf einmal der Salzgehalt ein ganz anderer ist. Ich mache, wie gesagt, direkt mal die zweite Strömungspumpe an, so. So, die läuft jetzt auch und die pustet jetzt alles hier, guck mal, das sind die ganzen kleinen Teilchen, die pustet die jetzt wieder in eine ganz andere Richtung. Jetzt weiß man, sieht man richtig, die wissen gerade gar nicht, wohin mit ihrem Leben. Und hier unten wird jetzt gerade richtig alles da. Guck mal, wird alles komplett jetzt nochmal mehr in die Ecke gedrückt, aber hier ist jetzt auf jeden Fall sehr viel Strömung. Ich finde, das sieht doch jetzt eigentlich ganz gut aus, oder? Das ist jetzt keine wirklich faule Ecke mehr, obwohl ich das Ding nicht mal richtig justiert habe. Das lasse ich jetzt einfach erstmal so. Von hier kommt es nach da, von da kommt es, es wird alles nach vorne gepustet. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich lasse es jetzt einfach erstmal so. Können wir später immer noch gucken. So, ich muss wie gesagt auch nochmal dazu sagen, die Sache, wie ich jetzt hier rangehe, ist halt speziell für die Riffkeramik. Wenn man jetzt irgendwie Lebendgestein verwendet oder so, dann geht man da vielleicht nochmal anders ran. Aber so wurde es mir jetzt explizit halt gesagt, deswegen brauche ich hier auch dieses Silio 2, denn diese Riffkeramik, die gibt wohl irgendwie Silikat ab. Jetzt haben wir da schon extra eine Reinstwasseranlage, wo kein Silikat mehr und nichts mehr im Wasser ist. Trotzdem gibt über die Riffkeramik halt so ein Silikat ab. Und deswegen, ja, gibt es halt extra dafür einen Entferner, der dann auch die nächste Zeit oder die Anfangszeit auf jeden Fall dann so reingehangen wird. Hier ist so ein kleines Säckchen drin und das macht man dann halt mit diesen Kügelchen hier voll. Die werde ich auf jeden Fall reinhängen, damit das Silikat wieder aus dem Wasser kommt. Denn das Aquarium wird jetzt anscheinend so um die 2 Wochen so stehen. Denn es braucht jetzt halt eben die Zeit, bis die Bakterien sich bilden. Und dafür habe ich hier auch nochmal so ein Special Blend, das ist jetzt hier Wasserpflege. Da muss ich nochmal nachfragen, ob das jetzt überhaupt schon reinkommt. Ich hatte doch noch irgendwo Starterbakterien. Wo sind die? Ah ja, hier. Hier sind auf jeden Fall auch noch Starterbakterien. Denn wir haben hier nichts Biologisches drin. Also wo sollen da Bakterien herkommen? Geben sie täglich 10 Milliliter auf 100 Liter. Muss ich jetzt jeden Tag hier sein? Oh Gott, Corona, ich darf doch nicht raus. Was steht bei dem Silikatentferner? Verwenden sie 50 Milliliter auf 100 Liter Wasser. Was heißt denn 50 Milliliter? Das ist auch keine Flüssigkeit. Waschen sie vor der Anwendung Silio-Out gründlich unter Wasser, um Abrieb zu entfernen. So, und hier haben wir jetzt die Meersalzmischung. Ach genau, das
habe ich mir auch sagen lassen, wenn man Salzgehalt misst, dann braucht das Wasser auch immer eine bestimmte Temperatur. Also ich werde sowieso auf 25 Grad erhöhen. Und wenn das Wasser erst die 25 Grad hat, kann ich wohl auch erst das Salz messen. Bei einem Neustart sowie Wasserwechsel empfehlen wir Ihnen den Einsatz zusammen mit Mikrobelift Night Out 2 sowie Special Blend. Aha, da sind die beiden doch. Ausreichend für 265 Liter. Das ist ausreichend für nur 265 Liter. Krank, so ein riesen Eimer. Jetzt verstehe ich auch, warum Wasserwechsel auch teuer sein können. Wenn man für ein 265 Liter Aquarium, um das komplett auszutauschen, so einen großen Eimer braucht. Das ist schon krass. Ah, das ist nochmal extra verpackt. Oh, Alter. Das sieht aber wirklich aus wie eine illegale Lieferung hier. Guckt euch mal an, wie fein das ist. Richtig krass. Boah, das fühlt sich echt schon fast an wie Mehl. Ich werde erstmal Salz reinpacken, als hätte ich ein 100 Liter Aquarium. Erhöhen können wir nachher immer noch. Weniger wird dann schwieriger, da muss man wieder ein Wasserwechsel machen. Das dauert natürlich dann auch wieder. Also müsste ich 380 Gramm reinpacken. Nee, 3,8 Kilo. 3,8 Kilo müssen rein. Okay, Freunde, das Gute ist ja, ich habe hier mitgedacht und habe hier so eine Personenwaage mitgenommen. Das heißt, ich kann das auf jeden Fall auch direkt abwiegen. Ich hole das mal hier raus. Ich hoffe, das fällt jetzt nicht auseinander. Okay, dann packe ich einfach die 3,8 Kilo hier rein. Also die Waage zeigt mir einfach nichts an. Ich kann machen, was ich will. Hallo, Waage. Aha, 2,1. Aber 2,1 mit Eimer. Da mache ich halt einfach 4 Kilo draus. 3,5 haben wir jetzt. Immer noch 3,9. 4,3? Was bist du eigentlich für eine Kackwaage? Ich habe doch fast gar nichts dazu gepackt. Warte mal, das kommt alles an Salz rein. Krank, ich wusste es. Ich kann mir gar nicht vorstellen, so viel Salz jetzt in das Aquarium reinzukippen. Aber ich habe auch gerade schon gesehen, das Wasser ist auf jeden Fall jetzt schon unten bei dem Füllstand angekommen. Da, wir sind jetzt hier sogar schon beim oberen Füllstand. Und was ich auch noch machen wollte, Leute, guck mal, wir machen jetzt hier mal den Test. Wie viel Mikrosiemens hat das Wasser jetzt hier, obwohl es ja jetzt mit allem in Kontakt gekommen ist? Und 5 wird hier angezeigt. 4, es geht wieder runter. Es ist auf jeden Fall nicht grundlegend wirklich viel mehr geworden. Ich glaube, ihr könnt das gar nicht sehen, ne? Und ich mache jetzt mal die Rückförderpumpe an. So, Rückförderpumpe läuft. Dann haben wir nämlich hier oben auch mal wieder einen Wasseranstieg. Und damit das hier wieder ein bisschen ins Verhältnis kommt, unten geht es nämlich jetzt alles wieder runter. Man kann sogar direkt sehen, wie die Temperatur jetzt hier hochgeht, weil das warme Wasser nach oben kommt. So, wir waren gerade bei 6,5, jetzt sind wir hier schon bei 6,8. Zack, gleich 17 Grad, Leute, das läuft hier. So, ich kipp das jetzt hier einfach mal rein, Leute. Das erste Salz im Salzwasser-Aquarium. Oh, boah. Alter, guck mal, das ist nur ein so ein kleines Ding und da kommt noch so krank viel mehr rein. Aber jetzt können wir richtig die Strömung hier erkennen. Also hier ist auf jeden Fall krank viel Strömung überall. Packe ich das jetzt hier oben rein? Ja. Alter, ist das krank viel. So, Freunde, ich packe jetzt hier wirklich nochmal den kompletten letzten Rest hier rein. Es hat sich schon gerade wieder ein bisschen aufgeklärt, aber jetzt ist wieder alles vorbei. Und damit sich das Ganze jetzt richtig krass vermischt, mache ich jetzt die Strömungspumpen auf volle Action. Sag mal, hier unten kann man es auf jeden Fall schon ganz gut sehen. Hier wird alles weggepustet. Oh Gott, wenn wir jetzt die große noch volle Möhre aufdrehen, Alter. Okay, Leute, seid ihr ready für die große? Bam. Auf geht's. Ah, okay, es hat gar keine so krasse Auswirkung auf das da unten, ne? Es ist mehr so die Oberfläche gerade. Jetzt packe ich hier noch das Special Blend mit dazu. Das nächste Mal erst wieder an Tag 8, 15, 22 und 29 anscheinend. Gut schütteln soll man es vorher. Oh ne, das stinkt doch wieder so übertrieben, oder? Oh Gott. Oh mein Gott, Alter, was ist das? Ich sag's euch safe, wenn jetzt irgendwer reinkommen würde, jeder würde sagen, Alter, wie krank hast du den ganzen Tag rumgefurzt. So, zwei von diesen kleinen Eimerchen hier. So, eins. Dann brauchen wir jetzt noch hier das Night Out. 15 Milliliter. Stinkt das eigentlich auch so? Ich glaube, das riecht nach gar nichts. So, zack. Also Marc hatte mir mal gesagt, als ich ihm gesagt habe, dass ich die Riffkeramik nicht abgespült habe, dass irgendwie die volle Ladung Mikrolift Silly Out 2 hier rein muss. Ich weiß nicht genau, wie das gemeint war, ob ich das dann halt über die ganze Zeit lang so aufteilen soll oder ob ich wirklich direkt auch die volle Ladung reinpacken kann. Weil mehr Silikat kommt ja eigentlich nicht ins Wasser. Also es kann halt sein, dass die Riffkeramik das nach und nach abgibt, ne? Ich packe jetzt hier einfach ein bisschen in dieses kleine Strümpfchen hier rein. So, und spätestens morgen werde ich dann eine Antwort von Marc haben. Der wird mir dann ein bisschen mehr dazu sagen können. So, und morgen können wir dann auch das Wasser testen, beziehungsweise den Salzgehalt auf jeden Fall. Der ist erstmal wichtig. Das Ding packe ich jetzt hier unten in diese Filtersocke mit rein. Ich stelle jetzt hier auch direkt mal irgendwie so eine Lichtroutine in der App ein. Ich habe hier oben diesen WLAN-Empfänger. Ich muss noch ein bisschen gucken mit dem Wasserstand. Aber ansonsten, Leute, sehen wir uns morgen wieder und dann können wir auch den Salzgehalt messen und alles mögliche andere. Tschüss!